Leistung. Schau dir die Einstellung an, die ist richtig geil geworden. Gut, Bruder, ich wusste, du machst deinen Job immer gut. Das ist safe, Mann. Hey! Hier. Wie geht's, Bruder? Alles fresh? Was geht aber? Alles cool? Hi! Luki! Hey. Was hast du mitgenommen? Hey. Richtig geil. Hey, Hutschönheiten, was geht, Alter? Hey. Ne? Geiles ne? Ding! Hat er schon gesehen? Ja, ja, safe. Hab ich dir gezeigt. Ja, ja. Hey, Bruder, warte. Das ist der Wagen. Warte. Muss es mit dem Anlehnen schon mal sein? Bro, hör zu, das ist die Kombi. Das ist nicht nur der Wagen. Guck mal, die Mädels. Die Stimmung, alles wird fresh. Bruder, der Wagen ist sexy, aber du weißt, ausgerechnet der Wagen. Ey, es wird schon alles besser als vorgestellt. Wirklich, es könnte richtig geil aussehen. Schau mal, wenn du in der Mitte stehst, weißt du, die kommen so auf den Seiten und wir drehen so zurück, hast den Hintergrund noch. Der weiß, wovon er redet. Bruder, guck mal. Der weiß, was er sagt. Okay, komm, Lungs, lass Gas geben, lass schnell machen, wenn hier der Falsche vorbeiläuft und so am Arsch. Ja? Warte, Bruder, ich hab eine Überraschung. Ey, oha, Bruder, das muss echt jetzt nicht sein. Ja? Ey, pass mal auf, diesem Video. Willst du? Du weißt doch tanzen, oder nicht? Ich mach beides. Mach mal, entspann dich. Okay, ich bin ready, Bruder, okay, Jungs. Okay, wenn ihr das sagt. Wir bräuchten noch einen auf der anderen Seite, damit das so symmetrisch ist. Verlass dich auf den Jungen. Alles klar. Pass auf, du hier wieder rein, ne? Ich geh so zurück nach vorne, wir fangen an. Es wird richtig geil. Alles klar. Alright. Und... Wer macht die Stimmung, so mach ich komm näher. Und vielleicht ist die Masche nicht fair, doch die Flasche noch lange nicht leer. Wir beide, das alles und mehr, machen die Stimmung so magisch, komm näher. Baby, immer näher. Baby, ich will mehr, immer mehr. Fuck. Meine Stimmung ist nicht mehr. Mach aus, egal, dann kommt mir hinterher. Ey, was ist los, Alter? Scheiße, Mach kein Foto. Ich glaube, das war ich. Wem gehört das Auto eigentlich? Emma. Wenn diese Emo das Café betritt, erst wenn ich es erlaube, dann bewegst du dich. War immer ganz allein auf mich gestellt, dir hilft Baba. Mein Gesicht ist mit deinem Balken auf dem Bildcover. Für meine Läufer ist sie aus, ich ticken oder die Haft. Ich hab's geschafft, fahr ein dicken Benz Rover i8. Während so Opfer Texte schreiben, leben wir hier das Leben. Sie wollen Nizza, Hype und Fame, wir die Drogen und Knete. Wir mussten kämpfen, denn wir wurden hier nicht rich geboren. Selbst meine Mutter hat die Hoffnung an mich verloren. Tausende Stories über mich und sie waren schlimmer in echt. Wir expandieren jetzt mit Koka, das ist dickes Geschäft. Ich lass die Feinde so wie Rockstars auf der Bühne schreien. Sie sagen, bei Emo gibt es Folter mit dem Bügeleisen. Ich weiß, dass Hunde treu sind und Menschen sind Verrat. Ich trau nur Hamza, mein Bruder, Herz, meine rechte Hand. Machen mit Flex den Schnapp, andere mit Promo und Features. Du kleiner Pisser, reden, ich wechsel mal Kohle auf Shisha. Wir sind Wesen der Nacht, so viel Fehler gemacht. Ein Fehler und alles ist aus. Nein, wir leben nicht lang, Richter sagt, geben's an. Entweder gehst du drauf oder im Bau. Wer hat die Straßen gefickt, wer hat die Nasen für dich? Emo, Emo. Wir haben die Straße im Griff. Wer hat die Straßen gefickt, wer hat die Nasen für dich? Emo, Emo. Wir haben die Straße im Griff. Wer hat die Straßen gefickt, wer hat die Nasen für dich? Emo, Emo. Wir haben die Straße im Griff. Wer hat die Straßen gefickt, wer hat die Nasen für dich? Emo, Emo. Wir haben die Straße im Griff. Laufen die Geschäfte. Alles gut? Hey, Bruder, was ist das für ein Geschmack? Voller wie immer. Läuft alles. Ja. Ja, Jungs, ich weiß nicht. Wenn ihr Probleme habt oder sowas, ihr wisst, ihr könnt immer zu mir kommen. Ich bin immer da für meine Jungs. Ich habe immer dafür gesorgt, dass es allen gut geht.
Wenn es Probleme gibt, kann man Bescheid sagen. Ich habe ja noch nie irgendjemanden im Stich gelassen, oder? Natürlich nicht, Emma. Weiß ich zu schätzen. Aber es könnte trotzdem immer besser sein. Also ich sag dir ehrlich, Bruder, ich könnte es ganz gut brauchen, was ich dir sagen. Hey, Junge, meinst du das ernst? Willst du dieses Geld jetzt auch noch nehmen, ja? Ja, nicht schämt ihr euch nicht, ja? Nein, ich gebe euch Essen. Man besorgt euch Arbeit. Und das ist euer Dank? Dass ihr hinter meinem Rücken Überfälle macht und so? Ist das euer Ernst? Wollt ihr, dass die Bullen hier auftauchen, ne? Wollt ihr mein Geschäft zerstören? Ihr seid raus. Wie meinst du das, wir sind raus? Damit meine ich, ihr tickt nicht mehr für euch, ihr tickt nicht mehr für irgendjemand anderen, ihr tickt für niemanden mehr, okay? Ihr macht nichts mehr, kein einziger Gramm geht bei euch durch die Hände. Das macht ihr. Ich hab keinen Bock auf die Bullen oder sonst was. Ich hab keinen Bock auf diese Scheiße, okay? Ja. Ja, Emo, ist das dein Ernst, Emo, Bruder? Wir kennen uns seit Jahren und was willst du mit uns tun? Bruder, ich glaube, ist gut jetzt. Besser, wenn ihr geht. Hey, du machst aber keine Fotos für dein Feed. Okay. Erwischt. Mhm. Bitteschön. I'm sorry. Ey, Amel, sorry, dass ich jetzt erst komme. Ach, du weißt doch, manchmal hat man den Kopf irgendwie voll, ist hier und da. Und alles ich hätte schon viel früher kommen sollen. Ich weiß doch, wie viel du zu tun hast. Ja. Was ist denn mit deinen Haaren passiert? Ach so, ja, die haben die geglättet. Mhm. Ein bisschen eleganter. Kennst du doch. Mhm. Wie geht's dir? Als frisch gebackene Mama. Gut, gut. Die Kleine ist gesund und das ist das Wichtigste im Moment. Über alles andere versuche ich mir im Moment nicht so Kopf zu machen und mir Sorgen zu machen. Wieso Sorgen? Ich habe Hamza endlich überzeugen können, dass wir hier wegziehen. Okay. Mhm. Warum? Ist die Wohnung zu klein oder? Also auch, ja. Mann, ich will einfach nicht, dass Enisa hier groß wird. Über uns wurde letztens schon wieder eingebrochen. Und im Treppenhaus wird jetzt gedealt. Okay. Ja. Ja, und über das Haus brauche ich dir ja nichts erzählen. Es ist komplett runtergekommen und keinen interessiert. Ja, okay, ist jetzt nicht Beverly Hills oder so, klar. Ja. Aber ich meine, Amel, wir sind ja auch groß geworden. Guck uns doch mal an, ey. Du bist eine wunderschöne, tolle Frau. Stark, selbstbewusst. Hier sind Menschen mit Herz. Ja. Ich verstehe nicht, warum du hier wegziehen willst. Naila, weil wir auch einfach nur viel Glück gehabt haben. Weißt du, du hast leicht reden. Du wohnst jetzt auf der anderen Rheinseite, mit einer schicken Wohnung, mit Domblick. Und das ist auch schön. Aber für uns ist es nicht so schön. Hast du das Video gesehen von Malik? Aus dem Friseursalon? Ja. Trotzdem schade. Kein Grund mehr, zu Hamir herzukommen. Hasi, wenn du Heimweh hast, dann schau dich hier noch mal genau um. Hier gibt es gar nichts zu vermissen. Ey, Tourist! Wer hat dir erlaubt, die Bilder zu machen, ne? Ich nicht. Das ist eine Gucci-Bag. Ja. Ey. Oh, toll. Fendi, her, gib mal her. Angefertigt. Special. Du bist raus, kein Bruder-Schimmer! Naila, was geht? Hey, schön, euch zu sehen. Hey, hat's Angst am Gib? Wir kriegen das hin, ich hör's dir. Guck mal, Jürgen, wir machen eine Runde. Wir pushen eine Runde im Viertel. Wir haben das wieder drin, ich hör's dir. Der ist von der Müllabfuhr, kennt ein paar perverse Jungs, die kaufen das direkt. Bruder, ich muss jetzt mal gucken, dass Nejmi da ist, der Pisser. Dann muss ich gucken, dass ich die Pillen kriege und dann müssen wir die heute alle loswerden. Meinst du, der kauft so viele? Alter, ja, seit 10 Minuten hab ich ihm geschrieben. Wo bleibt der, ja? Besnik! Jaha! Jetzt kommt er auf jeden Fall schneller. Oder besser so, oder? Voll, der hat so. Hi, was macht ihr? Hi, wohin mit dir? Ich treffe mich mit Freunden, ich muss den Bus kriegen. Ah, wieso holst du deine Freundin eigentlich nie hin, ja? Wir lernen immer im Café, weil... Fleißig? Ja, da ist einfach mehr Platz.
Platz. Das Einzige, was wir im Ports haben, ist Platz. Und du kommst mir so an. Weißt du, was wir aus so einem Raum gemacht haben? 11 gegen 11. Aber so groß bist du nicht. Mach mal, so viel Platz brauchst du auch nicht. Mach mal ruhig. Voll, ich meine es ernst, oder? Das ist dein Ernst. Voll die Ausrede, oder? Nee, es ist wirklich, wir können uns besser konzentrieren und deswegen. Ihr meint es ernst, oder? Das, das ist ernst? Ja. Sag mal leise jetzt. Hava, wenn du willst, kannst du deine Freundin echt mal einladen, ne? Ich würde dich auch Zimmer lassen, so ich bin weg, ich schlaf vielleicht bei dem oder so, weißt du, was ich meine? Kannst du ihn nach Hause bringen, Mama macht den lecker essen, das wird denen gefallen, vertrau mir. Hm? Das ist alles nicht so ernst. Wir meinen es nur Spaß. Den brauchst du eh nicht ernst zu nehmen. Ja, ich überleg mal. Ja? Danke. Ciao. Nice, gerne. Peace. Pass auf, ciao. Lern fleißig, ja? Erzähl danach, wie es war. Wo ist der Herr Besnik? Junge, Junge, Junge. Als hätten wir ewig Zeit, Digga. Ich hab Nachricht von Ashraf bekommen, ja? Komm 20 Uhr Innenhof. Bruder Ashraf? Meinst du, will er mich wieder in Scheiße mit reinziehen, Alter? Bruder, der hat nichts zu verlieren, Bruder. Der will Stress safe. Meinst du? Bruder, wenn du hingehst, ich geh mit dir. Bonne Chance, ja. Mir eigentlich egal, was der will. Jungs, ja, was schreit ihr rum wie so Esel? Oha, du lässt uns hier 1000 Jahre lang warten, Mann. Bruder, hör zu. Ich habe eine Scheibe gefunden. 800 Euro. Gar kein Ding, Bruder. Bring ich dir heute Abend sofort. Gar kein Problem. Okay? Gar kein Problem, Bruder. Jungs, ich habe noch ein bisschen Arbeit zu tun. Nach der Arbeit mache ich das direkt. Alles klar. Zum Auto kommen. Alles klar, Bruder. Aber ey, denk dran, bring das Geld mit, ne? Safe. Bruder, du hast was Gutes bei uns, ja? Auf jeden Fall. Ey, Bruder, falls du mal umsonst eine Runde brauchst, weißt du Bescheid, ne? Seid pünktlich. Wir sehen uns. I'm savage, classy, bougie, ratchet, Hör auf, das war peinlich. In deinem Kinderzimmer. Oh, das war richtig schlimm, ja. Ne? Ey, aber Naila, du warst die Einzige, die so krass Glück hatte. Wie meinst du? Ja, dass diese eine YouTuber dich da gefeatured hat in dem Video. Ach so, ja. Bro. Ja, das höre ich in letzter Zeit öfter, dass ich Glück hatte. Ja, ist doch auch so, ganz ehrlich. Guck mal deine Stories und du hast die krassen Partys, geile Location, deine Kleider sind immer top. Was willst du mehr? Beste Leben. Ja, Mann. So geil ist es nicht. Es ist Arbeit. Es ist anstrengender, als du denkst. Die wollen alle rausstechen, die Leute, die zu diesen Partys gehen. Du musst dir jeden Tag überlegen, wie du glänzt. Boah, das ist voll anstrengend. Ich hab schon Rückenschmerzen. Was ist denn daran anstrengend, Klamotten geschenkt zu bekommen? Mein Gott. Macht dir nichts draus. Die jeden Mittwoch nach der Arbeit geht die bei H&M klauen. Was soll ich machen? Ne? Aber das ist eine geile Hose. You're a savage, baby. Ey, wie geht's eigentlich, Emmo? Ah, deswegen bist du also hier. Emmo? Der war vorhin in der Dönerbude. Kannst du ja mal abchecken. Ja, spontan Döner essen gehen. Ganz zufällig. Ja, klar, ich laufe jetzt einfach hin und ja. Nein. Ja, doch? Wie? Was? Ey, was soll ich denn da sagen? Oh mein Gott, ist das dein fucking Ernst? Fang doch nicht schon wieder mit dieser Scheiße an. Ich schwör's, ich hab keinen Bock auf diese Kinderkacke. Klär dir doch diesen Typen einfach. Ja, Mann. Ich bin nicht so wie du, okay? Oh. Wow, Front also. Und ja. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Sieht gut aus, also mag ich es mit Lichtern. Teure Bitch, bin ne Millie, Fat Richard. Guck dir mein Gesicht an. Er ist verliebt, ich mach nen Tripper zu nem Dichter. Güte, wenn das blutet, aber nur wenn es für mich sagt. Neue Begriffe für die Bitch. Guten Appetit, wenn du's gut machst. Wir sind cool, aber sei dir niemals sicher. Ihr seid langweilig, hab keine Bandbreite. Ich mach es anders und ich geb euch keine Anteile. Toxisch, hässlich und ich rede nicht von Optik. Chopstick, Stich in deine Fresse. Ihr gebt mir keine Satisfaction. Mach mich nicht auf Best Friends. Ich will nicht mit dir hang, bitch, move. Loose clues. Du bist mir zu nosy, kick dich mit dem Swoosh. Ich seh gut aus, also mag ich es mit Lichtern. Teure Bitch, bin ne Millie, Fat Richard. Guck dir mein Gesicht an. Er ist verliebt, ich mach nen Trapper zu nem Dichter. Hier schon wieder. Ja, so lange kann man durch. Ja. Nicht mehr, ich bin's. Musa, mach mal auf! Hey, Jürgen. Du, ich bin's. Ich hab hier was. Neue Quelle. Was zum Spaß haben. Du weißt Bescheid. Meld dich. Eine Aufgabe hat der Pisser. Weißt du, was ich meine? Eine Aufgabe hat der Pisser. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Oh, Bruder, ich ruf die Polizei. Was wollt ihr hier? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich seh nicht so aus, aber ich tu dir nichts.
Tu bitte das Messer weg, weil ich kann so nicht mit dir reden. Was wollt ihr hier? Wo ist Nejmin? Was ist hier los? Gib mir bitte erstmal das Messer. Alles gut, ich tu dir nichts. Alles gut. Ich tu dir nichts. Was suchst du hier? Ich wollte mein Gras abholen und dann hat er mich einfach angegrapscht und er ist mit meinem Handy da reingegangen. Du hältst deine Fresse da hinten, ja? Du hast heute hier reingeschissen. Halt mal deine Fresse jetzt! Ich wäre schon lange weg, wenn er nicht mein Handy hätte. Kein Problem, ich mach das. Gib mir deinen Schlüssel, ich hol dir dein Handy raus und dann kannst du auch direkt nach Hause gehen. Super. Wie alt bist du denn? Ich bin 15. Scheiße. Was denn? Danach gehst du direkt nach Hause. Wie heißt du? Immer. Endlich. Danke. Was für endlich, ja? Geh mal noch ein bisschen nach hinten. Egal. Was will ich von dir? Was machst du denn hier für Filme? Ich filme. Okay, ich ruf direkt Emma an. Warte mal. Ich ruf direkt Emma. Was denn, ich filme? Digga, du holst ja ein kleines Mädchen hoch, Alter, die ist 15 Jahre alt. Du machst nämlich ja, was, wenn die Geburt ruft? Wollt ihr das wissen? Ich meine, hat die ja noch. Wie stehst du? Welche Aufgaben hast du? Gute Verhältnisse halten, mit den Kunden reden, ja, hallo und tschüss. Ja. Bisschen Dings, Ende aus, Mickey Mouse. Trotzdem möchte ich, dass die 15 ist. Ja, ist okay, Alter. Ich stink's, mach schon mal weg, Alter. Bleib mal bitte hier, Mann. Die hat Angst vor dir. Und außerdem, gib mir dein Handy. Vor dir hätte ich auch Angst. Gib mein Handy. Oder findest du das witzig? Soll ich einmal anrufen? Bruno, ruf bitte mich an. Du weißt, er fickt mich, Alter. Ja, vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt. Ey. Hast du mein Handy? Ja. Und wo ist mein Gras? Deine SpongeBob-Folge erwischst du noch. Der Bus kommt auch noch. Komm, bevor Mama nach dir fragt. Pass auf dich auf, ja? Bruder, ich hab's. Ja, mach's mal hier weg, ja. Wir sehen uns, ey, Luis, pass auf, tschau. Ey, ich will sowas nie wieder hören, ne? Und das nächste Mal, wenn ich klopfe, machst du am besten wieder die Tür auf. Ja, Luis. Ich klau auf diesen Stinker, ja? Hi. Ist der Platz noch frei? Ja, du sitzt ja schon drauf. Warum bist du eigentlich hier und nicht in einer Bar? Welche Bar? Ich dachte echt, du hättest es durchgezogen. Weißt du nicht mehr? Dieses Business-Konzept, was wir hatten. Mit diesen coolen Namen. Imaila. Nailemo. Das war's. Der beste Cocktail Deutschlands. Mit so Zitrusfrüchten und ein bisschen Minze. So fresh einfach. Haut dich von den Socken. Was machst du hier eigentlich? Darf ich nicht nach Hause kommen? Du müsstest doch eigentlich auf irgendeiner Hyaluron, Anti-Aging, Serum, Party sein oder so, weil ich sehe hier auch auf der Karte nicht, was ich suche gerade, aber es ist kein Sushi Maki oder California Roll drauf. Okay, der Experte spricht. Hm. Ja, die Party ist nächste Woche. Amel hat ein Kind bekommen. Das weiß ich. Ich bin jeden Tag hier. Und auch schön, wieder hier zu sein. Es hat sich einiges geändert, seitdem du weg bist. Wie meinst du? Hi, Naila. Dein Döner wie immer? Ja. Danke, Emmert. Scheint wohl, als würden sich ein paar Dinge nie ändern. Genau wie du. Siehst gut aus. Steht dir die Bomberjacke? Poser-Style. Das war's auf jeden Fall. Ich muss los. Wie? Ich hab zu tun. Ich hab gerade erst mein Essen bestellt. Willst du mich jetzt hier alleine essen lassen oder was? Meins ist leer. Außerdem hab ich auch schon oft genug allein gegessen. Das kriegst du auch schon hin. Wenn du willst, können wir uns noch mal treffen. Weißt du, so wie früher. Vielleicht schreibst du mir auf Instagram. Ich bin der Typ ohne blauen Haken. Vielleicht schreibst du hier zurück. Bitteschön. Oh, danke. Wow, oh mein Gott. Du hast dir einfach alles gemerkt. Natürlich. Die Leute bei dir, ne? Bekomme ich ein Autogramm von dir? Du? Von mir? Ja. Nein. Du kennst mich, seitdem ich klein war, Emma. Dann ein Selfie. Ja, okay, dazu kann ich nicht Nein sagen. Ja, super. Freut mich doch. Oh Mann. Ey, Leute, ich muss was loswerden. Jetzt ist Storytime.
Es gab einen Vorfall von Polizeigewalt in meinem Viertel. Ich kenne die Menschen hier. Das sind ganz normale Familien, die einfach ein gutes Leben haben wollen. Das, was mit Kasim passiert ist, ist nicht richtig. Er sollte nicht so behandelt werden. Niemand sollte so behandelt werden. Und man muss darüber reden. Achso, nee, ich hab mein Wasser, das reicht. Alles gut. Okay. Was macht ihr eigentlich so fürs Praktikum? Also, ich habe einen Praktikumsplatz bei meinem Vater gefunden, also im Marketing. Und cool. Ich freue mich wirklich nice, mega. Sehr nice. Ja, cool. Ich kann bei meiner Schwester machen. Die hat gerade ein Startup in London aufgemacht. Oha, wie cool. Ja, ich freue mich voll. Aber sie will einfach trotzdem, dass ich noch eine Bewerbung schreibe. Das ist voll unnötig. Nötig, ja, ehrlich. Was machst du? Ich mach auch was mit Marketing bei meiner Mutter auch, ja. Cool. Nice. Genau. Laptop nicht dabei, oder? Ach so, ja, ich habe den zu Hause vergessen. Kann ich bei euch reingucken? Ja, klar. Ich krieg auch bald einen neuen Laptop, dann muss ich nicht mehr auf dem iPad arbeiten. Sogar mit Rabattcode. Oh. Den von Naila. Hast du das auch gesehen in der Story? Ja, ja, voll cool. Hast du das andere Video gesehen aus Ports? Ja, das ist voll so krass. Crazy, was da abgeht. Ich wusste gar nicht, dass sie da wohnt. Ja, das ist direkt bei mir um die Ecke. Echt? Wie? Du kommst aus Ports? Ja. Nicht? Kennst du Naila? Ach so, ja, die hat mal bei mir um die Ecke gewohnt. So. Echt? Oha. Hä, wenn ich mal bei Naila gewohnt hätte, ich würde das die ganze Zeit rum erzählen. Ja, ich wusste irgendwie nicht, dass sie die verfolgt oder so. Doch, sie ist doch voll cool, ja. Finde ich auch. Als ob. Nice. Hat nicht in Ports auch letztens dieser andere Rapper so Musikvideo gedreht? Shine war das, ja. Ja, genau. Wie ging der Text nochmal? Viel zu sexy für die GQ. Meine Fresse, Digga, siehst du. Wenn ihr wollt, ihr könnt auch, ich kann euch das mal zeigen, wo das Video gedreht wurde und so, wo Naila auch gewohnt hat. So. Ja, voll gerne. Gute Idee. Cool. Ja? Okay, gut, dann können wir auch bei mir danach lernen. Ja, die Preise noch weitermachen. Na, ja, super. Das machen wir. Okay, gut, dann lass anfangen. Kein Kamager, Top-Qualität. Deine Frau wird sich freuen. 6 Stunden steht dir eine 1. In der kommt Apotheke. Verpackt. Apotheke. Und wir haben nicht mehr viel da, Bruder. Ja, genau. Ach so, nee, kein Problem, alles gut. Jo, ciao, ciao. Da kein Geld? Leider nicht, Bruder, sorry. Ey, Bruder, du laberst manchmal echt zu viel Scheiße. Ja? Du versprichst mir Sachen, Alter. Ich bin jetzt nicht gebarnst, Alter. Warum kommst du mich an? Bist du verrückt? Ich habe mein Bestes gegeben, gesagt, Qualität, da steht wie eine 1. Chill mal, was soll ich doch sonst sagen? Bruder, so war das nicht gemeint, Alter. Aber Emo, fick mich, Digga. Der bringt mich um. Emo, scheiße. Bruder, das Wichtigste, was du hast, ist dein Auto. Und das hab ich kaputt gemacht. Bruder, du denkst so viel nach. Was für Emo? Wir haben ein geiles Musikvideo gedreht. Bruder, verstehst du dich, ne? Ich bin tot, ne? Checkst du nicht, ne? Besnik, der Pisser, arbeitet ohne Geld, macht er gar nichts, Bruder. Emo sieht die Scheibe und wird mich danach genauso zurichten wie die Scheibe. Als hätten wir nicht genug Probleme, du kommst noch mit Emo, Bruder. Hör auf! Bald ziehen wir die Scheine, ist das alles Geschichte, Bruder. Verlass dich drauf, Mann. Wir packen das. Safe. Bruder, wenn ich tot bin, kann ich nicht mehr zählen, Bruder. Wenn ich tot bin, bringt mir auch kein Fame mehr. Dann mach ich Pop Smoke, mach ich danach, ja? Mit Patte aber. Bruder, ich find das überhaupt nicht witzig. Der bringt mich um. Natürlich schon witzig, Bruder. Bruder, haut mich tot. Bruder, guck mal, wer kommt. Ey, Bruder. Ey, ich geh von rechts, ja? Du links. Mach dich locker, du weißt gar nicht, was der will. Willkommen. Hey, was ist los, Tingeltangel, Alter? Du bist Baseballspieler geworden, oder was? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wie geht's? Alhamdulillah, bei dir? Alhamdulillah. Was geht hier? Ich hab eine Kleinigkeit für dich, Musa. Was ist das, Alter? Hast du schon... Wie, was ist das? Ist das dein Anteil, Bruder? Dein Para? Du Fluchtfahrer gemacht, hast du es vergessen? Wie Hamilton. Pack das Ding weg. Normalerweise ist es nicht so meine Art, weißt du? Irgendwelche Leute einfach irgendwo mit reinzuziehen. Gehört sich nicht, weißt du doch selbst. Aber miese Zeit nachher. War nicht korrekt, weiß ich selber, aber... Sieh es als kleine Geste. Mach dir einen schönen Abend mit deiner Perle. Alles wird gut, okay? Pack mal das Ding weg, Bruder. Bruder, Bruder, ja? Danke, Bruder. Peace out. Wir haben die Patte endlich, Bruder. Wir haben die Patte. Let's go, let's go. Ein Problem weniger, Bruder. Ja. Ich weiß nicht, ob wir wirklich ein Problem weniger haben, ja? Let's go, Bruder. Lass abziehen.
fragen, ob du vielleicht morgen Zeit hättest. Ich habe ja noch was gut zu machen. Wäre cool, wenn wir irgendwie zusammen was essen oder so. Und wie in den alten Zeiten einfach zusammen chillen. Ich hätte schon echt Bock. Hey Naila, wegen deinem Feed. Also die Fotos im Plattenbau ist voll okay, so, aber ey, was soll das Video mit den prügelnden Polizisten? Ich dachte, wir haben das besprochen, was soll das jetzt? Bitte nimm das Video sofort raus. Haha, also der Feuerwerk war auch krass. Ja. Ja, das war hart zu drehen, aber das sieht gut aus. Ja, selbst. Ja. Cool, Alter. Ja, geile Sache, ich bin unnormal zufrieden. Ja, freut mich, super, dass du geil, freut mich super. Ja, ich würde am liebsten direkt nochmal gucken, aber nicht so viel Zeit. Hast du schon auf dem Stick das Video? Ja, klar, leg mir 500 Euro hin, dann kriegst du einen Stick direkt. Wie 500 Euro? Ich habe mir das nochmal überlegt, ich bräuchte das Geld im Voraus. Okay, also, warte mal. Wir haben eine Absprache getroffen. Ne? So, 20% der Einnahmen gehören dir, dafür gibt es keine Kohle im Voraus. So, wo nimmst du dir das Recht raus, jetzt selber zu entscheiden? Digga, mach da nicht so ein Ding draus. Mir ist ein Objektiv kaputt gegangen, weißt, ich kann das Risiko nicht tragen. Ich weiß, irgendwie... Wie, mach da nicht so ein Ding draus, Digga? Was kann ich dafür, dass dein Objektiv kaputt gegangen ist? Versteh mich nicht falsch, es tut mir leid. Dein Minus und so, tut mir leid, ne? Aber du bist der Kameramann, du hast dich darum zu kümmern, dass dein Material heile ankommt und heile wieder geht. Und wenn das nicht so sein sollte, musst du dafür versichert sein. Bist du es nicht, ist es dein Verschulden. Was soll ich machen? Gut, wir machen das so. Keine Kohle, kein Stick. Alles klar? Nicht cool bist du jetzt langsam, ne? Wir haben doch eine Absprache gehabt. Was ist das für eine asoziale Aktion, die du mit dir bringst? Ja, sag mal ehrlich, was ist das, Digga? Ich hab doch so geplant, so kann man doch mit dir nicht arbeiten, Digga. Hättest du vor Anfang an gesagt, dass wir das so machen, hätten wir vor Anfang an einen anderen Kameramann gesucht. Verstehst du, was ich meine? Ich wäre es mit dir nicht angegangen, das Projekt. So, weißt du, du kannst nicht sagen, ja oder nach nein. Problem? Nee, eigentlich nicht. Oder? Ich glaube, ich muss dir an dieser Stelle mal was erklären. Okay. Ich bin ganz ohr. Bei uns hier in Deutschland funktioniert das so. Man bucht eine Dienstleistung und wird diese Leistung erbracht, dann bezahlt man sie, ist gar nicht so schwer. Und wenn dabei etwas kaputt geht, dann kommt man für den Schaden auf. Mhm. Weißt du, diese Geschäftspraxis hat sich hier vor sehr langer Zeit etabliert und was soll ich dir sagen, sie funktioniert gar nicht so schlecht. Schön, ja. Ich habe mit ihrem Sohn eine Münchner Absprache getroffen. Das gilt doch auch hier in Deutschland was, oder? So, ich habe meinen Teil erfüllt und er seinen nicht. Ist das fair? Macht man das so in Deutschland? Okay, dann nochmal, diesmal ein bisschen weniger kompliziert. Wenn du kein Geld hast, dann solltest du niemanden für dich arbeiten lassen. Okay, okay, ich verstehe schon, in welche Richtung das hier gehen soll. Ich sehe aus wie ein Penner oder was? Wieso, dass ich kein Geld hätte? Hä? Hier, deine 500 Euro. 2, 3, 4. 5. USB-Stick. Letztes Video, was ich mit dir gedreht habe. Ich denke, die Tür findest du? Ich hab Geld und ich bin nicht blöd. Ja, danke. Pass auf. Musa kam zu mir und hat mir irgendwas von einem Rap-Video erzählt. Irgendwas Rap-Map. Die sind auf Dächern getanzt mit irgendwelchen Weibern und so. Naja, ich hab direkt gesehen, das ist dein Auto. Deswegen kam mir das Ganze schon ein bisschen komisch vor. Dann hat er mir irgendwas erzählt mit von wegen, ey, ich regel das schon und bla bla bla. Das Geld kam auch irgendwie nie an und deswegen, ich hab auch direkt gesagt, komm ich erstmal zu dir, wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten. Bro, ist nur eine Scheibe, ganz schnell repariert, mach dir keinen Kopf, Digga, wir waren schlimmer damals. Bruder, was für nur eine Scheibe, Alter. Mach das Ding fertig, um Musa kümmere ich mich. Thank you.